töten. Die werden einfach ihre Macht so ausüben, wie sie halt, wie ja die Team Rocket sagt, aus den Pokémon-Spielen und Serien sich tun. Solche Sachen würde dann auch in die Ruhmeshalle kommen, aber es muss natürlich fertig sein und es müssen mehrere Member im Clan sein. Also, wenn ihr Clans gründet, könnt ihr auch als Staff-Member, als Clan-Member, könnt ihr drin bleiben. Okay, kommst du runter, Drago? Na, kurz. Was machst du da drin? Ich mache einen Schacht für uns. Ah. Ich bin gerade am Bäume pflanzen. Ich muss hier die Bäume hintun, wo sie genug Platz haben. Du hast doch gerade Dings erfarmt, ne? Was? Redstone, ja? Ja. Wie viel ist das ungefähr? 2 Stück. Die, nein, ich habe die nicht erfarmt, die habe ich gefunden in der Truhe, Spawn-Truhe. Scheiße. Ja, ja, wir werden sowieso bald finden. Ja, was war das? Ach so, ich dachte schon. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter runter. Eine Brotfarm gemacht. Ja, also ich habe ja Weizen angefangen, aber das ist noch zu wenig. Vor allem sind sie noch nicht fertig. Eine richtige Farm halt. Also da hast du halt einen Hebel und wenn du den Hebel umsetzt, dann... Aha, du meinst eine automatische Weizenfarm, okay. Genau, eine Ernte, sag ich jetzt mal. Eine TIF-Maschine. Genau. Ich müde mich kurz mal und trink was, ja? Ganz kurz. Oh, Smaragd. Sehr schön. Ja, so, jetzt sind wir zu zweit. Zwar kam Emodam nicht, aber der musste offline gehen. Ach so, bin wieder und da. Und ja, der kommt dann irgendwann anders mal. Der ja. Liebe Emodam, den hast du ja auch Bekanntschaft gemacht. Ja, hast du schon oft mit dem Dinger gemacht? Ja, ja, der war ja auf Good Old World dabei. Ja. Naja, wenn du willst, ja. Also wenn du willst, kannst du diese Vanilla-Map Good Old World nennen. Ja, will ich. Okay. Ja, ich will. Ja, ich will. Auf jeden Fall, wenn du nichts dagegen hast. 18, du willst, wenn du 17, halt möchtest, dann bin ich halt öfters dabei hier beim Let's Play. Wenn du magst. Natürlich. Ja, ich habe heute einen strengen Tag gemacht, darum ist es ja jetzt ein bisschen später. Aber es ist gut, dass du Zeit hast. Und immer, Digga, immer. So, ich bin auf Ebene 12, mache jetzt Strip Mining. Okay. Und stell die Fackeln immer links von dir hin. Dann weißt du, wenn du zurückgehst, ah, rechts von dir die Fackeln, das ist der richtige Weg. Du stellst immer links. Ich habe eine Frage, wo kann man sehen, auf was von der Ebene man ist? Also ich habe Reis Minimap, ich sehe es oben in der Mitte, du musst F3 drücken, dann ist dort die Y-Achse. Bei mir ist jetzt 16, hier unten ist 12. Also bei Z meinst du? Bei Z. Nein, bei Y. Z ist die Senkrechtachse. Nein, die Horizontachse Nord-Süd. Okay, also bei Y die erste Zahl oder die zweite? Bei Y die erste Zahl, 11,00. Wieso habe ich jetzt 11? Ich habe davor... Ah, das ist oben angezeigt, 12. Ja, von der Oberfläche. Ich bin jetzt Block 26. Nein, nein, weißt du, die 12 bei mir auf der Minimap ist der Kopf und die andere ist der Boden. Okay. Die ist ja ein Meter tief, da steht hier 11. Da machen wir die Ebene doch lieber auf 11, auf 12 Boden. Yeah. Weil auf 12 Boden gibt es die Diamanten am meisten. Ey Drago, hast du Facebook? Natürlich. Ja. Hast du auch das Video mit dem Tierquäler gesehen, wo er seinen Hund geschlagen hat? Oh, weißt du, glaub schon. Ich hab ja viele, ich sehe jeden Tag so Tierquäler-Videos. Na, da hat er halt gesagt, der hat ins Bett gepisst und hat ihn halt richtig totgeschlagen. Ja, und Regeln beibringen kann man nicht. Also ich verstehe die Hundebesitzer überhaupt nicht. Hunde haben auch eine Seele, die leiden auch mit. Und wenn man die schlägt, das ist fatal. Auf jeden Fall, du kannst ihn schon Sachen beibringen, aber nicht mit Quälerei, Mann. Das ja, eben. Ich meine ja, beibringen heißt ja jetzt nicht quälen. Naja, meine ich ja. Oh, ich habe Redstone gefunden, aber das ist leider bei Lava. Ich habe auch Redstone gefunden, ich habe jetzt 18 Stück. Ja, also ich brauche jetzt nicht allzu viel, vielleicht brauchst du.
Also falls wir uns da fahren machen wollen, dann auf jeden Fall. Ja. Okay, ich habe Eisen gefunden. Ich habe jetzt eigentlich nur Lava gefunden. Ah ja, ich habe einen Smaragd, also einen Emerald gefunden. Schon wieder. Was schon wieder? Ich habe erst einen gefunden. Okay, Eisen habe ich jetzt zumindest mal gefunden. Also, wie ich glaube ich im ersten Video schon gesagt habe, das Let's Play ist interaktiv, ihr dürft mitbestimmen, was wir bauen sollen oder ja, was wir erkunden sollen. Wo bist du? Ich höre irgendwie Lava. Ah, da bist du. Lava ist bei mir. Komm einfach zu mir. Ja, wo bist denn du? Kannst du mich irgendwo sehen? Komm einfach hoch, dann geht es links runter. Na, guck mal, ich bin hier irgendwo in so einer, so einem Teich, unterirdischen Teich bin ich gelandet. Ja, komm jetzt einfach mal zurück, wo wir runtergegraben haben. Genau, komm zu mir zurück. Okay, warte, ich hol kurz das Redstone. Du gehst dann runter und geradeaus, dann ist Lava links. Ey, ich bin bei Dings, beim Endstein. Ja, geh einfach bei mir runter. Ja, aber voll komisch hier, das ist ein unterirdischer Teich. Sag ich jetzt. Ja, es gibt unterirdische Teiche, das ist... Das ist mein erster. Das ist so. Premiere. So, und wenn wir das mit Pokémon machen wollen, können wir auch nach Ding gehen, nach World. Ja. Und dort Pokémon fangen und so. Aber momentan fehlen uns Apikoko-Pflanzen, damit wir Pokébälle herstellen können und überhaupt alles fangen. Und ich müsste mich hier einloggen, damit ich hier die Pokémon habe. Von dieser World. Okay, ich habe auch Redstone. So. Ja. Ja, hast du noch etwas zu bereden? Nein, ich überlege gerade. Nicht wirklich, du. Ja, was wollen wir bereden? Ja, der Server hat momentan 4 Welten. Eine Pokémon-Welt, eine Farm-Welt, eine Let's Play-Welt, da wir sind drauf, wir drauf sind, und dann noch eine Vanilla-Welt. Ich hab Dings gefunden. Gold hinter Kohle. Drei Stück, vier Stück. Und jede World hat halt ein Thema. Die normale Welt ist die Pokémon-Welt. Oh mein Gott! Okay. Fuck, das ist Lapis Lazuli, Mann. Das ist der beste Troll, den es gibt. Weil Lapis Lazuli ist nur ein bisschen dunkel. Junge. Und ich hab überall Lava im Weg. Ich hab voll geil erstmal so ein paar Kohle, so 10 Kohle gefunden. Mhm. Dann baust du ab und dann hast du Lapis Lazuli hinten drauf gekommen. Das ist meistens so. Ja, wo bist du hin, Digga? Ich bin hier rechts. Du hast hier 3 ab. Ja, ich mache Strip Mining hier. Da. Ah, also so. Ja, du Schwulette. Oh mein Gott, okay. So, dann machen wir 2 frei und dann wieder. Ach so, ja. Das macht ihr, ja. Das macht. Das hat irgendwer erfunden und dann müssen wir das alles nachmachen. Aber es ist klar, so findet man nach den meisten Diamanten. Oder? Hä? Gronkh hat das erfunden, glaube ich. Nein, Gronkh hat das niemals erfunden. Hey Leute, was ist das hier? Smaragd? Das hat ein Engländer-Ding, wahrscheinlich nicht mal ein YouTuber. Was ist das? Ich habe einen Smaragd gefunden. Smaragd. Ja. Sind wir tief genug für Diamanten? Ja, wir sind 12. Okay, das ist die Ebene, wo er am meisten Chance hat für Diamanten. Man findet auf 24 Diamanten. Also unter 25. Diamanten droppen von 10 bis 20. Echt? Sogar noch tiefer, aber sehr selten. Von 24 bis 8 halt. Ah, Diamanten! Komm her, komm her. Nein, unter 20 nicht.
Komm her, Schnucki. Ja, du bist ja gar nicht. Ah, du bist da vorne. Komm einfach weiter kurz. Oh mein Gott, das sieht. Warte, ich komm. Ich hab so viel Redstone hier. Okay, nichts anpacken, okay? Ich baue erst alles aus. Okay, also 3 Stück schon mal. 4 Stück. Ah ja. Warte. Dann mache ich das hier. Und ich habe Lapis Lazuli gefunden. Okay. Komm jetzt einfach hier. Warte, guck dir das mal an. Ich hab die hier ausgegraben. Guck an. Ja, ist doch geil. Mach weiter. Bau weiter. Ich stück. Oh. Wollen wir Hälfte-Hälfte machen? Hä? Hälfte-Hälfte? Na, können wir dann oben aufteilen. Ja, ja. Ich hab schon 3, nimm du 3 und dann teilen wir dir den Rest auf. Ja, ja. Also glaube ich, wenn du 5 hast, dann können wir noch 1 dir und 1 mir geben. Hast du schon 3 Diamanten? Ich habe 3 Diamanten gefunden schon. Ich glaube, das habe ich aber in einer Pyramide gefunden. Boah, habe ich mega viel Redstone. Also Redstone haben wir wirklich genug. Okay. Wenn man fragt, wie lange gehen bei dir die Parts? Ich nehme immer Sessions auf und die sind unterschiedlich lang. Okay, also. Okay, noch eins machen. Ja. Also kann auch ein Let's Play von dir öfters als eine Stunde werden. Also eine Folge. Ja, ich lade sie dann einfach in 15 Minuten Parts hoch. Okay. Wollen wir heute eine Special-Folge machen? Sie ist sowieso schon ein bisschen special. Also ich habe schon Folge 1 eigentlich Together geschrieben. Und jetzt ist es ja schon, also jetzt ist es ein Together. Und ich habe es ja vorgeplant, dass ich alle annehmen werde, die mit mir Let's Playen wollen. Und auch andere Let's Player können hier auf dieser Map spielen und Let's Playen. Also wenn jemand Bock hat zu Let's Playen, kommt auf meinen Server und Let's Playt. Ja, ja. Es ist ein riesen Community-Projekt, wo wir wirklich also auch später auch mal Krieg machen können, ja. Und so. Hä? Also meinst du auch mit dir aufnehmen? Entweder mit mir aufnehmen oder nicht mit mir aufnehmen und alleine aufnehmen. Okay. Ich dachte, ich wäre was Besonderes für dich. Ja, ich will so machen wie zum Beispiel ein Mega-Projekt. Ja, das finde ich korrekt von dir. Das finde ich richtig korrekt von dir. Pfff, du Scherz. Die meisten YouTuber schreiben einem gar nicht zurück, Mann. Also, ist ohne Spaß. Ich habe erst kürzlich einen ein bisschen runtergemacht, weil er mich gar nie angeschrieben hat und so. Das geht überhaupt nicht. Wenn ich eine Frage habe, dann will ich sie auch beantwortet haben. Es ist einfach so, dass die meisten ignorieren, dass die Kommentare die ganze Zeit nur. Okay, wie heißt ich habe wichtige Fragen gehabt und viele super Wünsche und so. Aber nein, er hat es nicht angenommen und seitdem habe ich ein bisschen Krieg mit ihm. Wie heißt er denn mit Frage? Ich sag's jetzt nicht, sonst wäre es wirklich sagst du es mir später? Anprangern. Ja, aber sag's dann nicht im Let's Play. LOL? Ja, ich sag's. Ah, da war ich schon. Ab hier ist überall Lava. Oh, ey, guck mal. Ich habe schon gewundert, okay, Redstone Lava, nicht gut. Ich habe keinen Eimer, ich stelle meine Eimer her, hol Wasser, da können wir Obsidian herstellen. Obsidian oder was? Wasser, hast du irgendwo Wasser gefunden? Nein. Ja. Hä? Ja, aber bei mir. Bei dir ist Wasser? Ja, dann, nein, also jetzt hier nicht direkt bei mir, sondern bei meinem Schacht von vorhin. Bisschen weiter vorne beim Schacht. Ah nein, beim vorigen Schacht, wo du warte, lass mich gehen, Digga, lass mich gehen. Okay. Also hier ist der Eimer. Ja, warte. Ich habe ihn hingetan beim Weg. Okay. Nimmst du Eimer, füllst ihn mit Wasser und dann gießt du es übers Lava, also auf einen Block neben dem Lava, damit das ganze Wasser zu Lava Obsidian wird. Okay. Und ich gehe in die andere Seite. Ich geh hier rüber. Hier rüber? LOL. Was wollen wir sagen?
überall ein riesen Lavasee. Ja. So. Und hier ist auch Lava. Okay, ich habe Wasser. Ich habe irgendwie von früher noch Angst, als ich die Steuerung noch nicht so konnte, bin ich immer in die Lava gefahren. Ja. Na, ich nicht, aber ich habe trotzdem Angst, wenn ich an Lava. Ja, ich hab's so, das sieht man relativ noch in einem späten Let's Play, so, ich will etwas schauen, klick, also Umschalt und schleich hin. Und dann komme ich einfach von der Umschalttaste manchmal runter und bewege mich nach vorne irgendwie automatisch, dann falle ich hier runter. Ich habe es irgendwie nie gerafft, dass man halt einfach Umschalt die ganze Zeit festgedrückt halten muss und so. Oh mein Gott, guck mal, wie behindert ich bin. Ich bin hochgerannt, ne? Also halt zu deinem Schacht da. Mhm. Es hat bei mir gelackt und ich bin dann halt zu dir runtergerannt, ne? Auf einmal bin ich bei mir. Weil's